So, um 6.15 Uhr sind wir jetzt losgefahren, direkt aus dem Vinschgau raus. Und jetzt geht's erst einmal nach Meran und Bozen. Und dann wollen wir zum Gardasee. Kurzer Tagesausflug. Wir haben den ganzen Tag Zeit, mega gemütlich. Und ja, für den einen oder anderen eine fade Geschichte, weil der Radweg halt durchaus schon vielen bekannt ist. Aber ich muss sagen, ich finde es so geil. Und ich freue mich da wie ein Schnitzel drauf. Der Dario auch. Für uns ist das dann doch immer was sehr Besonderes. Die Frostschutzberegnung, auch wenn es keinen Frost hat, aber fast, ist auch überall aktiv. Die Vögel zwitschern, die Sonne, die wird demnächst irgendwann mal aufgehen. Du hast übrigens kein Schutzblech. Agua! Agua! Pioggia! Des Vinschgau ist des Nikosmus des Vinschgau. Ah, ja. Es ist einfach wunderbar. Die sind schon alle von der Sonne beschienen. Sonst dauert es noch ein bisschen, aber es macht nichts. Noch sind es hauptsächlich die Apfelplantagen hier zwischen Meran und Bozen. Oh, das wird sich dann schlagartig ändern. Ab Bozen. Das ist schon ein bisschen zapfig. Deshalb haben sie auch die Beregnung an. Diese Frostschutzberegnung. Ja. Aber ich bin doch keine Apfelblüte. Ich bin ein wunderschönes Schmetterling. Wer kennt das Filmzitat? Wer ist aus dieser Zeit? Bitte um Nennung des Menschen, der das gesagt hat, und des Filmes. Das, meine Freunde, nennt man grotesk. Was ist das denn? Bitte! Das ist so verrückt! Oh. Diese Kombination aus Sonne, blauem Himmel, Smog, Apfelblüte, der lustigen Edge, die da so dahin plätschert. Da hinten ein Bürglein, links ein Bürglein, rechts ein Bürglein und dazwischen Bürglein, Bürglein. Das ist doch... Ist okay, Dario, hier, oder? Ich hasse es. Ja, ein langweiliger Radweg ist es halt. Okay. Standard hat man schon oft gesehen. Da kann er nichts mehr entzücken und begeistern. Fast schon Fahrt. Oder auch nicht. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ist das nicht wunderschön? Das ist doch so ein Traum hier. Wir sind 60 Kilometer bereits gefahren. 2 Stunden 21 haben wir dafür gebraucht. Gemütlichkeit. Aber auch durchaus ein bisschen Gas geben manchmal. Mega schön. Ja, insgesamt glaube ich müssen es so 130 oder 140 sein. Das läuft. Und Jacken sind auch ausgezogen. Es ist zwar durchaus noch ein bisschen frisch, hätte man gesagt einstellig, aber in der Sonne, da ja, man leidet jetzt einem. Kannst du noch Weißbier bringen? Ja. Oder eine Dattel vielleicht auch. Kriegst sogar 2. Danke. Danke Mama für die Datteln. Sie haben ein paar Kilometer hinter sich, aber haben jetzt wieder erreicht. Genau. Ähnlich die Rahmenbanane. Na, die werden mir genüsslich verspeisen. Ja, komm her. Ein Schmaus wird das. mir das Vieh so anschaue, passt kleiner Butzi eigentlich nicht so wirklich. Aber für mich ist er ja immer noch so der kleine Butzi. Butzi. Vielleicht ist er ein bisschen zu klein für dieses Trikot, was ich ihm gegeben habe. Aber ansonsten... Kleiner Butzi! Ja, das sind immer die schönsten Rennen. Die Rennen, wo der Renngegner gar nicht zu einem Rennen weiß. So, haben wir jetzt wieder angezogen. Es war jetzt so kalt gerade noch. In so einer kleinen Schattenbereich. Boah. Ja, jetzt habe ich wieder Handschuhe an und mein dünneres Jackerl. Ja. Läuft. Der andere fährt noch so wie vorher. Er war zu faul. Das haben wir. Valentino. Das darf man jetzt zwar fast nicht sagen, aber das hier ist einer meiner Lieblingsfeigenbäume. Frühe Ernte, auch für mich. Mhm. Und hier ist es unfasslich schön. Warte, dann bleib mal ganz kurz stehen, dann muss ich kurz hier dokumentieren, du. Das ist ja eine unfassbar schöne Geschichte. Schätze ich mal an. Das schaut doch aus wie in Italien hier. Also, wir sind ja dieses Italien. Auch schon diese Brücke, wie gut die hier ins Bild passt. Einfach so ein, wie so ein Rohbau, scheiße aus. Schneebedeckter Berg. Ein Burgberg. Ohne Bergburg. Ohne Bergburg. Also jetzt so nach Trento hat der Gegenwind die oder der Ora eingesetzt. Ein ganz berühmter, berüchtigter Wind vom Gardasee in Richtung Norden, also ein Südwind. Der bläst uns natürlich volle Kanne gerade. Gegenwind also schön. Aber wir wussten, dass er kommt mittags. Das ist normal. Und morgen, wenn wir wieder nach Hause fahren, ist er auch fest eingeplant als Rückenwind. Oh ja, dann werden wir fliegen. Der ist mega stark, der Wind. Der wird uns so richtig katapultieren, du. Geil. So, wo ist das Dario? Wir fahren auf einmal nur noch so 25 im Schnitt. Davor waren es 35. So lieblich hier und doch so schroff die Landschaft. Da oben wird es im Winter auch ordentlich zackig durch. Und da irgendwelche Bunker, die da reingegraben wurden. Klar, das ist jetzt nicht in den Dolomiten auf 2500 Höhenmetern. Da ist das hier schon Erholungsurlaub gewesen für irgendwelche Soldaten, aber dennoch. Auf der Schattenseite in irgendeinem Berg. Wahnsinn. Ja, da sieht man ein bisschen den Wind. Ja, ja, ja. Lago di Garda, Mori. So, der letzte Aufstieg. Und auch der einzige. Da hinten kommt dann der Gardasee. Dann gibt es jetzt das Banänchen. Schauen wir uns das an. Die gute Rahmenbanane. Befreit von ihren Fesseln. Und geöffnet. Gut durchgehalten. Es riecht ein bisschen intensiv nach Banane, aber es macht nichts. So, ein Stück. Danke. Und ich nehme dieses hier. Mmh. Nein, stimmt nicht. 320 plus 140 sind 460 Kilometer mitgeschleppt. Und jetzt sind wir quasi fast am Gardasee. Kann man sich mal gönnen. Mhm. Ah, Gott verdammt. Da bleiben wir stehen. Genau hier. Scheiße. Genau hier. Ja, bist du gelähmt. Hey Bro. Hey Bro, Bro. Boom. Haben wir es mal wieder geschafft. Ah. Was haben wir denn? 13.12 Uhr. Das heißt 13.12 Uhr. Geil. Ich hatte gesagt 6, 7 Uhr. Mhm. Schön. Einfach mega. Diese Aussicht hier ist jedes Mal so behindert geil. Mach mal den Leerlauf aus, du. Mach mal den Leerlauf aus. Danke. Ja. Mein Junge. Und jetzt. Letztes Mal haben wir genau da vorne bei dem. Ja, machen wir auch. Okay Leute, was ihr hier seht, ist die oder der Ora, ein berühmt-berüchtigter Wind, ein thermischer Wind des Gardasees. Kommt von Süden, geht nach Norden. Was macht der Gagelfing und der Dario? Kommt von Süden, fahren nach Norden. Ist das nicht wunderbar? So darf das sein. Jo, es ist doch köstlich. Schaut euch das mal an. Wir werden einfach nur Rückenwind haben. So wie es angesagt war, es ist richtig gut. Ich hoffe mal, dass es so dermaßen abgeht, So, wir fahren jetzt aber dann mal los, es ist 10. Okay? So, jetzt geht's rauf. Den ersten und eigentlich einzigen Anstieg. Ist er nicht schön? Ist er nicht schön? Der Lago. Ach, ist wunderbar. Okay, das ist meine Wisterie. Leck mich doch am Arsch. Was und geradeaus. Ja. Das ist ja so süß hier. Oh. Kannst du mal treten, den Leerlauf ausschalten, bitte? Danke. Nein. Ah. Also eines der schönsten kleinen Dörflein, die man so durchfahren kann. Hier. In. Ah, ich liebe Italien. Es ist doch so geil. Zeige. Hinter dem breiten Kreuz kann man sich gut verstecken. Der Baraba. Wir fahren übrigens 40 gerade. Wir sind jetzt in Trento wieder, jetzt da durchgerast. Gut, so doch 1 Stunde 46 gebraucht vom Gardasee hierher, aber gerade am Anfang hat sich alles ein bisschen gezogen. Jetzt hat in Trento wieder bei uns am Dantler für Koffein und Zucker. Und ja, bin jetzt zum Teil 40, 45, 50 gefahren, oder haben es zumindest versucht. Na, heftig. Aber ist halt auch geil. Und das Schöne ist halt, wenn man weiß, man macht nur so eine in Anführungsstrichen kurze Strecke, dann kann man halt auch mal Vollgas geben, ohne dass man Angst haben muss, dass einem die Körnchen dann hinten herumfehlen. Ja, Rückenwind ist auch ein bisschen da tatsächlich und ist zum Teil auch sehr schön da, aber es ist ja zum Teil richtiger Sturm angesagt, der ist noch nicht da und man sieht es jetzt hier auch quasi manchmal gar nichts. Aber macht nichts. Alles gut. Alles ist besser als Gegenwind. Lieber kein Wind als Gegenwind. Na, ist das schön da. Narvix oder so müsste das sein. Deutlich weiter oben, als ich eigentlich hochfahren wollte. Ich sterbe gerade in meiner warmen Kleidung, weil ich bin zu faul, um sie auszuziehen. Die Sonne ist rausgekommen. Schön. Boah, ist das schön. Achtung! Ach, habe ich euch zufällig auf der Hinfahrt schon erzählt, dass hier mein Lieblingsfeigenbaum steht. Eine schöne frühen Ernte. Da ist er. Tschüss. Wunderbar. Andere Seite von der Brücke, auf der anderen Seite von der Edge. Sieht doch einfach, das ist doch italienisch, oder? Mann, wie schön. Richtig gut. anmerken. Wer sagt, dass dieser Radweg langweilig ist? Der hat entweder nur Gipfel in seinem Kopf und keine Ahnung, die höchsten Pässe überhaupt, oder er kann nicht richtig genießen. Und das ist doch wunderschön. Das ist so geil. Wir fahren hier mit 35 km/h durch die Gegend. Wir haben leichten Rückenwind. Die Sonne ist rausgekommen. Wir haben gut gegessen. Wir haben einfach alles gerade. Und dieser Radweg ist so perfekt ausgebaut. Es ist so eine Freude. Und gerade wenn man Beginner ist, was die Geschichte angeht, aber auch als Fortgeschrittener, so wie ich mich jetzt mal bezeichnen würde, immer wieder was Schönes. Ach. Für die Trentino. Der Planet. Jetzt ziehen wir uns um und Dario, ich benötige meine Uhr, weil sonst kriege ich hier so einen dermaßen Sonnenbrand auf meiner Uhrstelle. Bitte einmal überfliegen. Danke, sehr sensibel die Haut. Grazie. Und da vorne geht es schon nach Bozen und zum Kalterer See. Ach, es ist wunderbar. Und wir haben Rückenwind, wie man hier sieht. Dezent. Dezent. Es ist dezent. Ganz dezent. Oder auch nicht. Jetzt gerade sieht es dezent aus, aber wir haben teilweise ziemlich starken Rückenwind. Das ist der Hammer. Auch wieder ein wunderschöner Teil von diesem Radweg. Direkt auf 1 Uhr liegt Bozen ein bisschen in der Ferne. Links an dem Hügel auf 12 Uhr ist der Kalterer See, ein wunderbares Schweinanbaugebiet, aber das wisst ihr ja, ihr seid ja alle Genießer mit Sicherheit. Und hinter uns, naja, was soll man sagen, das ist dieser Bodenbelag, man hört nichts, es ist so schön. Und schaut euch mal die Bäume an und den Rückenwind. Manche sind so verbissen. Weder einen Finger zeigen, noch ein Nicken, noch sonst irgendwas. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich finden die halt, dass sie gerade Sport machen und deshalb haben sie keinerlei Kapazitäten, um auch mal freundlich zu sein. Das mag ich auch nicht am Sport, deshalb mache ich auch keinen. Ich reise lieber. Das ist eher meins. Da kann ich nämlich Servus sagen. Das Anschauen, Riechen. Hier riecht es gerade sehr gut. Ein bisschen nach Wisterie, ein bisschen Apfelblüte. Und diversen kleineren Kräutern. Was macht er da? Aha. Aha. Naja. Japanischer Knöterich oder wie der heißt. Super invasiv, verdrängt mega krass alle anderen Pflanzen. Kriegt man nur nie wieder weg. Never ever. Net forever. Ups. Achso, ja, bitte. Ja. Siegel. Ich glaube, das war's jetzt für diesen Urlaub mit uns. Ich zieh mich jetzt um und dann verstaue ich dich in einer schönen dreckigen Wäschetüte. So, und so sind wir schon wieder in Meran. Gehen wir zur Therme heran und lassen uns da kulinarisch verwöhnen. Umgezogen sind wir ja schon, auch wenn es nicht nötig wäre, aber sehr gut, chilliger. Oh ja. Oh, oh, jeppa, du.